Herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute machen wir Erdbeerleim. Das ist ein sehr, sehr leckeres Getränk, gerade wenn es draußen etwas wärmer ist, man schön abends im Garten sitzt und mal Lust hat, irgendwie richtig schön was zu trinken. Sehr, sehr einfaches Rezept. Wir brauchen nicht viele Zutaten. Wir beginnen mit 90 Gramm Zucker, die wir hier in unserem Kessel zu Puderzucker verarbeiten. Etwa ja, 10, 15 Sekunden, vielleicht auch 20 im Turbo. Beim neuen Thermomix mache ich das auf Stufe 10, weil der Turbo so kompliziert einzustellen ist. Also Stufe 10, etwa 15 Sekunden. So, dann schauen wir mal nach, was da, heieiei, das sieht immer sehr lustig aus. Ja, ist aber gut pulverisiert. Kleiner Tipp von mir, ist ganz wichtig, wenn ihr Puderzucker macht, achtet drauf, dass der Topf, der Kessel innen wirklich trocken ist, weil sonst bleibt da alles unten kleben und immer schön den Topf trocken machen. Als nächstes kommen 600 Gramm Tiefkühl-Erdbeeren oder tiefgefrorene Erdbeeren dazu. Ihr könnt auch frische Erdbeeren nehmen, allerdings braucht man die dann nicht so lange zu pürieren und das Getränk muss anschließend wirklich gut gekühlt sein. Wenn ihr tiefgefrorene Erdbeeren nehmt, könnt ihr das quasi direkt aus dem Topf trinken, ne? Schon mal abschmecken. So, auch nochmal etwa ja, 15, 20 Sekunden auf Stufe 10 bzw. Turbo. So. Jetzt müssen wir das immer noch mal ein bisschen runter machen mit unserem Spatel. Denn ich sehe, da hat sich jetzt viel oben festgesetzt. Das ist jetzt noch nicht alles so flüssig oder so klein püriert, wie ich das gerne hätte. Das passiert aber relativ einfach, weil ja durch die hohe Geschwindigkeit das Ganze nach oben getrieben wird. Also lass mal ruhig noch mal 10 Sekunden, 15 Sekunden noch mal laufen auf Stufe 10. Jetzt hätte ich fast hier das Ding oben drauf gesetzt. Ah, da hat der kleine Kessel ganz schön zu kämpfen hier. Da ist ja doch ein Haufen Zeug, was er da pürieren muss. Aber jetzt sieht das gut aus. Könnte man eigentlich so schon fast als Eis verkaufen hier. Das sieht echt richtig gut aus jetzt. Ne? Aber wir wollen ja Erdbeerleim machen als lecker erfrischenden Sommerdrink und deswegen kommt jetzt noch ein wenig Flüssigkeit hinzu. Wir haben einmal 100 Milliliter Zitronensaft, 100 Milliliter Wasser und zu guter Letzt 350, das war ganz knapp, 350 Milliliter Wodka. Ich habe gerade gedacht, eigentlich man könnte es auch mal mit Tequila probieren. Ja? Dann hätte man halt Erdbeer-Margarita oder so. Ja? Also eurer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Man kann das natürlich auch mit anderen Früchten machen, mit Himbeeren, keine Ahnung, mit Kirschen, Kiwi, Nektarinen, was auch immer. Aber wir machen Erdbeerleim und vermischen das Ganze jetzt nochmal 15 Sekunden auf Stufe 4. So, und das Schöne ist, ihr könnt das Getränk dadurch, dass wir jetzt gefrorene Früchte genommen haben, direkt genießen. Das sieht man auch schön hier, der Kessel, der ist richtig schön eisbeschlagen am Rand. Also zwei Möglichkeiten gibt es. Entweder ihr gießt euch direkt einen ein und das mache ich jetzt auch mal. Oder ihr füllt das einfach in Fläschchen, gut gekühlt aufbewahren. Das hält sich auch so ein paar Tage, wobei so wie das aussieht, je nachdem. Wen man eingeladen hat oder wo man eingeladen ist, braucht das keine zwei Tage zu halten. Wird das auch nicht. Ich trinke jetzt einen auf euch und auf unsere wunderschöne Wunderkesselküche. Ich bin gespannt, was ihr für Erfahrungen mit Erdbeerleim habt. Auch schlechte, gerne. Ja, so einen Schädel gehabt, keine Ahnung. Schreibt mir ruhig mal, vielleicht habt ihr noch andere Ideen, was man für Früchte nehmen kann oder wie man das Ganze variieren kann. Hier ist natürlich ein Grundrezept, das soll euch so ein bisschen inspirieren, da mal mit rumzuspielen und rumzuexperimentieren. Schreibt mir das unten in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, auch über ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und solltet ihr es noch nicht getan haben, dann abonniert auf jeden Fall unseren Kanal, denn hier gibt es jede Menge tolle Tipps, Tricks, Rezepte rund um den Wunderkessel. Ich prost euch jetzt mal zu und ja, sag jetzt nicht guten Appetit, sondern Cheers!